Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. In der ersten hatten wir sehr viele Chancen. Stuckmann hat Aachen im Spiel gehalten, kann man so sagen. Es war überragend. Mal gucken, vielleicht bringen sie jetzt in der zweiten Halbzeit sogar was nach vorne in Stand. Toni Dedic läuft durch. Sucht die Anspielstation. Bleibt nicht. Bleibt aber aus. Oh, Vogt kriegt den wieder ab. Zieht mal ab und wieder Stuckmann. So ein Teufelskerl. Gucken wir es doch nochmal an. Hier, Ulta trifft ihn optimal und Stuckmann wieder. Jetzt vielleicht Schmidt. Nein. Burkhardt klärt raus. Jetzt ein bisschen Ruhe. Im Spiel von Aachen. Down und Dedic hilft hinten aus. Und hilft zweimal hinten aus. Sehr gut. Sehr, sehr schön gemacht. Wirft sich hier den Zweikampf, der Typ. Kaspar. Wird gelegt von Konchar und das nicht ganz fair. Und dann dieser Schussversuch von Radu, nicht der stärkste. Ah! Stehle. Uludak. Didit. Kann den Ball behaupten. Drüben Korbmatz ganz frei. Übelt Korbmatz auch drüber. Ah, das war schwach gemacht von uns. Also aus der Chance hätte deutlich mehr gehen können. Hätten wir noch ein bisschen gehen können. Hätten wir auch. Naja, gut. Chancen sind da. Und es steht immer noch 0:0. In diesem hochklassigen Spiel eigentlich. Jetzt mal Castolo. Toni. Nee. Hat ihn aber immer noch. Irgendwie wurschelt er sich da durch. Und Stuckmann wieder. Also wenn die hier das Unentschieden halten, dann bin ich mir sicher, muss Stuckmann einen ausgeben. Ja, was heißt Stuckmann einen ausgeben? Muss die ganze Mannschaft Stuckmann einen ausgeben. Was der hier gehalten hat bisher. Oder was wir verschossen haben bisher. Ist ja unglaublich. Burkhardt. Und man sieht aber auch, die finden keinen Weg nach vorne. Und dann dieser Steilpass. Kein Problem für Schmidt. Und wieder auswechseln. Bringen wir lieber zur Sicherheit ja hier hinten rein. Nicht, dass Schmidt auf einmal keine Kraft mehr hat. Azua kommt rein für Castolo und Korbmatz geht auch raus. Toni, Dedic, Castolo. Demai. Gegen Toni. Toni gewinnt den Zweikampf. Aber kein Außenstürmer. Dedic. Oh, Jock These ganz frei, wenn das Makan abseits war. War's nicht. Und Stuckmann. Wird er zu Recht mal eingeblendet. Ah, gut gedacht. Und Stuckmann, okay, der war jetzt nicht sonderlich schwer zu halten. Aber auf dem Tor kann patzen. Und dann ist er auch mal drin. So, jetzt vielleicht über Ecke. Mal flach rein, Toni. Auf der anderen Seite jetzt über Bönig. Nein. Und Konca. Mit dem Volley-Versuch. Ah, nichts. Kommt schon die rustikale Gewalt. Irgendwie muss das teuer fallen. Vogt. Diese. Dedic. Toni.
Und der eingewechselte Azuak. Sieht er damit den Jong Thesa? Was macht der denn? Und wieder Stuckmann. Das hältst du im Kopf nicht aus. Dedic. Toni. Wieder Azuak. Böhnig. Drüben wieder Thesa. Vollkopf frei. Und in der Mitte. Oh. Radzkowiski. Das ist unglaublich. Also, hätte ich das selber nicht gesehen, könnte ich es nicht fassen. Azuak. Wieder Thesa. Und Fadi dazwischen. Down. Aua. Und der eingewechselte ja hier. Was denn noch? Und Eckball. Erneut. Drehen von Bönig. Langes Ding. John Thesa kommt nicht ran. Azuak kriegt ihn auch nicht. Und Vogt. Auf dem Weg nach vorne. Besten Fällen. Demai gegen Azuak. Verliert viele Zweikämpfe der Demai. Gegen Luca Toni, gegen Bönig, gegen Azuak. Und noch 4 Minuten. Vielleicht das letzte Anlaufen nochmal. Miu um Azuak. Nein. Oder doch, Bönig wirft sich nochmal dazwischen. 2 Minuten. Oh ja, hier, den wollte er garantiert nicht so haben. Burkhardt. Ja, hier. Wieder Burkhardt, Bönig. 5 Minuten Nachspielzeit. Was ist denn hier los? Luca Toni. Schickt Thesa zu steil. 5 Minuten. Okay, so oft wie wir den Ball zur Ecke holen mussten. Und Toni ungestüm in den Zweikampf und das gibt die Gelbe. Alles Zeit für Aachen. Noch 2 Minuten Nachspielzeit. Adu gegen Konča. Konča holt sich den Ball, aber down. Letzte Minute der Nachspielzeit. Maltritt, Vogt, Jahia. Jetzt ist die Nachspielzeit abgelaufen. Und wir trennen uns 0:0. Dank eines überragenden Stuckmanns. Also was der hier... Seht euch da. 10 Torschüsse. Und alle Stuckmann. Das ist ja unfassbar. Gucken wir uns auch nochmal ein paar an. Toni. Okay, der hat nicht als Torschuss gezählt. Aber im Minutentakt. Und hier, legt er den an die Latte und Toni, was macht er denn da? Aber wahrscheinlich hätte Stuckmann sogar den auch gehabt, wenn er drauf geköpft hätte. Und hier die einzigste Chance von Aachen. Müsste das gewesen sein. Aber das mit dem 3-Mann-Sturm bringt eine Menge Gefahr. Oder hier wieder nächste. Der war auch drüber. Sag mal, zeigen die nur Sachen, wo ich schlecht abgeschlossen habe? Eckball. Ja, Tatsache. Und ja, Tatsache, die zeigen ja noch nicht mal einen guten Torschuss. Die zeigen immer nur, wenn ich rüber gebolzt habe. Ah, hier vielleicht mal. Ja... Genau. Ne, auch so ein Ding, wo ich daneben. Das ist ja unglaublich. Was ist das hier für Wiederholungen? Und 1860 hat gewonnen. Ah, Hertha auch. Berlin auch. Sind ja unsere vorbei. Fortuna Düsseldorf 4:1 untergegangen. Und so sieht die Tabelle auf. 1860 kämpft sich auf Tabellenplatz 10 vor.
Alemannia Aachen geht dank ein Unentschieden ein runter. Augsburg und Union Berlin rutschen nach vorne. Sind jetzt noch 9 Punkte hinter uns. Hertha und, oh, ich sehe gerade, Augsburg, Berlin. Oder Union, ne? Beide punktgleich auf Platz 2. Also beide punktgleich. Dann MSV Hertha punktgleich. Dann kommt Greuther Fürth und Oberhausen punkt. Und. Nee, Düsseldorf und Fürth punktgleich. Also von 7 bis 2 ist noch alles offen. Ja, von 8 bis 2 ist noch alles offen. Weil wenn RWO, also Rot-Weiß Oberhausen, auch mal 3 Punkte holt, dann sind sie, haben sie auch 40 und sind oben dran. Also es geht munter voran Richtung. Also das ist echt der Wahnsinn, was da wieder oben los ist. Da kann jeder aufsteigen. Und unten gewinnt Karlsruhe mal wieder. Aber ist noch ein weiter Weg bis unten raus. Und sehr gut gefüllt. Und jetzt geht's gegen einen weiteren Verfolger, gegen Union Berlin. Denn das Spiel Dese, Yair und Didic. Didic hat seine Schusstechnik verbessert. Freut mich sehr. Und wir sehen uns im nächsten Spiel, wenn es wieder. Quark. Das war's erstmal wieder von mir. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleiben Sie sportlich. It's on!